Ihr fragt, ich antworte. Hallo Internet, herzlich willkommen zurück bei Autotest Service. Heute mit dem lange angekündigten Video. Ihr fragt, ich antworte. Ich hatte vor viel zu langer Zeit ein Foto bei Instagram hochgeladen, unter dem ihr kommentieren konntet, Fragen zu meiner Person, zum Thema Auto allgemein, und hatte versprochen, ich mache dort ein Video. Leider hat sich das etwas verzögert, es tut mir leid, ist letztendlich der allgemeinen Lage geschuldet. Ich hatte verdammt viel zu tun und ja, nutze jetzt die Sonnenstrahlen und die Ausgangssperre und setze mich einfach mal in den Garten und mache das heutige Video. Lasst uns starten. Apropos viel zu tun. Zuerst möchte ich auf so ein paar Sachen eingehen, die ihr mich gefragt habt zu meiner Person. Alter, das fragt man eine Dame aber nicht. Ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt. Was habe ich gelernt? Ja, gelernt habe ich viel im Leben. Wahrscheinlich meint ihr, was ich beruflich tue. Ich bin Volljurist im Justizdienst des Landes Sachsen-Anhalt, habe also Jura studiert, Referendariat gemacht, habe davor allerdings auch mal was Technisches gemacht, habe Luftfahrtsystemtechnik und Management in Bremen an der Hochschule studiert. Ja, und bin also auch der Technik sehr verbunden geblieben bis heute. Ich habe so einen kleinen technischen Spleen immer noch, bin aber kein guter Mechaniker oder guter Ingenieur oder sowas, sondern eher so ein gewisses technisches Verständnis habe ich mir da erhalten. Ich bin Jurist, also Sesselpforzer auf gut Deutsch. Zweite Frage fand ich ganz witzig. Examensnoten. Ist ja fast schlimmer als die Frage nach dem Alter. Vollbefriedigenden beiden waren es dann schon, aber kein Überflieger. Was ich monatlich verdiene. Also ihr geht ganz schön zur Sache bei den Fragen. Steht in den Besoldungstabellen des Landes Sachsen-Anhalt, kann jeder einsehen, was ich da so verdiene. Habe allerdings noch etwas Nebenverdienst. Habe ich ein weiteres großes Hobby neben dem Auto? Ja, ich habe eine Riesenschnauzerhündin, die mir sehr, sehr viel Freude macht. Die zwingt mich immer mal rauszugehen an die frische Luft, das finde ich auch super. Also ist so meine große Leidenschaft, eigentlich noch weit vor dem Auto, muss ich sagen. Also Auto ist eine witzige Sache, ein schönes Hobby, macht Spaß, aber es gibt deutlich wichtigere Sachen in meinem Leben. Ja, das soll es zu mir gewesen sein. Ich will da auch gar nicht zu sehr ansonsten ins Detail gehen. Wen das interessiert, was ich so beruflich mache, ich habe da noch einen anderen YouTube-Kanal, der ist allerdings komplett in Anfangsschuhen und ja, könnt gerne vorbeischauen, Nachwuchsjurist. Der ist eigentlich eher für die gedacht, die es interessiert, wie man in die Justiz kommt und was das so läuft und wie das so ist. Also das ist sehr, sehr speziell, wird die meisten von euch gar nicht interessieren. Ja, dann Fragen zu meiner Fahrweise, sage ich mal ganz abstrakt. Rennstrecke mit dem AMG, plane ich dieses Jahr zur Rennstrecke zu gehen? Naja. Ich glaube, das Thema hat sich erstmal erledigt aufgrund anderer Sachen, aber auch sonst würde ich mit der Kiste nicht auf die Rennstrecke gehen, weil viel zu schwer, viel zu verschleißfreudig dadurch, viel zu träge ein Stück weit. Das Auto blüht auf Landstraßen für mich richtig auf. Da macht es mit dem bulligen Drehmoment, mit dem kräftigen Sound sehr viel Spaß. Funktioniert wunderbar. Rennstrecke würde ich mir definitiv was anderes geholt, aber dafür funktioniert das schon richtig, richtig geil. Also für mich Rennstrecke mit dem Auto, nein. Nutze ich Assistenzsysteme jeden Tag. Genau deshalb habe ich unter anderem auch dieses Auto hinter mir geholt. Das ist eine E-Klasse W213, weil der einfach nochmals eine Stufe bessere Assistenzsysteme hat. Ich nutze die vollumfänglich jeden Tag, allerdings mit Köpfchen. Mit Köpfchen will heißen, ich schalte den Tempomat beispielsweise an und sehe aber in der Ferne, da wirst du jetzt dich in eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommen oder da zieht jetzt einer raus. Dann deaktiviere ich den Abstandsregeltempomat und lass mich ausrollen. Nutze das Segeln. Also ich versuche die Assistenzsysteme, hier besonders die Lenkhilfe, den Auffahrwarner und so weiter, so weit wie möglich zu nutzen, um mich zu unterstützen. Bleibe aber mit dem Kopf immer dabei und bleibe selbst der Fahrer, nehme sie nur zur Unterstützung und da aber täglich. Besonders hervorheben jetzt auch in der dunklen Jahreszeit war das Multibeam einfach fantastisch und um Lichtjahre besser als, möge mir jetzt meine Wortwahl
verzeihen, der Schrott, der hier in der C-Klasse verbaut ist. Da habe ich ILS-Scheinwerfer, die sind wesentlich, wesentlich, wesentlich schlechter. Verarbeitungsqualität bei Mercedes. Hier Schrott, hier völlig okay. Das mag aber daran liegen, dass der Wagen hier auf 17 Zoll Gummireifen steht mit normalen Avantgarde-Fahrwerk. Das setzt dem Innenraum nicht ganz so zu. Während hier 19 Zoll AMG-Fahrwerk, sehr harte Federung, das ist, der Innenraum knistert und klappert und kaum mehr so entklappert, knistert wieder woanders und nervt einfach. Außerdem hatte ich neulich hier einen Schaden am Querlenker. Bei 50.000 Kilometern kenne ich das vom Daimler nicht, kann Zufall sein, will ich nicht überbewerten, aber insgesamt sehe ich die Verarbeitungsqualität eher kritisch bei Mercedes aktuell, weiß aber nicht, ob es woanders besser ist, mir fehlt der Vergleich. Was kommt nach dem C63? Da treibe ich jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf. Ich war bin mit der E-Klasse so zufrieden, dass ich tatsächlich aktiv überlege, den Wagen durch ein E63S zu ersetzen. Gibt da auch derzeit gute Angebote. Allerdings fehlt mir ein bisschen der Mut, wenn ich jetzt meine aktuellen Probleme mit dem Motor hier betrachte. Der ruckelt ein bisschen unter bestimmten Betriebsbedingungen und ja, das, ich weiß nicht, so viel Geld und dann wieder Ärger. Der läuft einfach nur. Er hat jetzt fast 100.000 Kilometer weg und der läuft und läuft und läuft und läuft und macht keine Probleme. Der läuft einfach nur. Klar, hat seine Schwächen. Da mache ich noch mal ein extra Video zu. Positives und Negatives am E220D kommt. Aber grundsätzlich kaum Probleme. Scheiterhaufen. Schrotti Deluxe, wie er getauft wurde bei Instagram von euch. Letztes Thema zu mir, braucht man Vollausstattung? Was braucht man schon? Der hier hat alles andere als Vollausstattung, hat aber die Sachen, die ich unbedingt brauchte. Für mich brauchte, bis auf Keyless, das fehlt mir hier täglich. Aber ja, ich brauche zum Beispiel Memory, weil ich habe zwei Sitzpositionen für mich gespeichert. Eine für normales Fahren, Stadt, Land, Fluss und eine für Autobahn, Monoton, Thermomat 120. Es gibt ja auch noch mehrere Fahrer auf den Fahrzeugen. Da ist es einfach schön, Memory, muss ich sagen. Braucht man es? Nö. Brauche ich Multibeam? Nö. Aber ich werde älter, meine Augen werden schlechter. Ich liebe es. Brauche ich Abstandsregel, Thermomat? Nö. Aber hat mir schon so manchen Unfall vielleicht erspart. Was braucht man schon? Dacia, Lada fährt genauso gut von A nach B. Man braucht es nicht, aber ich will es. Und zum Beispiel muss ich sagen, bei dem jetzt hier war mir die Vollausstattung nicht so wichtig. Gibt es ja eh nicht. Aber bei ihm hier war mir es wichtig, dass der sehr sinnvoll ausgestattet ist. Also ist halt vielleicht so ein bisschen was fürs Ego. Ja, abschließend zu den allgemeinen Themen rund ums Auto. Fangen wir an mit dem Thema Motoröle. Niemand fragte, muss man sich da die Herstellervorgaben, was die Viskositäten angeht, halten? Auch da möchte ich nochmal ein Video zu machen, deshalb hier nur die Kurzfassung. Aus meinen Augen ja, zwingend. Denn kaum einer von euch überblickt überhaupt, was da alles dahinter steht. Warum beispielsweise keine hochviskosen Öle wie 5W50 von Mobil One oder 10W60 von Castrol oder sonst was freigegeben ist. Denn diese Öle haben massive, massive, massive Nachteile. Zum einen binden sie viel besser Luft, neigen also zur Schaumbildung. Also ne, die entgasen nicht so leicht. Wenn dann die Kurbelwelle durchpanscht, bildet sich Schaum und Schaum, ehrlich gesagt, schmiert gar nicht. Sie altern teilweise viel schneller. Das heißt, sie mögen das Castrol, mag neu, super, super Eigenschaften haben, Klammer auf, hat es aber auch nicht. Aber je länger ihr das fahrt, umso viel, viel schneller wird das schlechter. Also da gibt es eine Reihe von negativen Seiten. Zu dem mache ich aber nochmal ein extra Video, da nur die Kürze. Service machen bei Vertragswerkstätten oder kann man das auch in freien Autowerkstätten nach Herstellerfreigabe machen? Puh. Ja, wo soll man da anfangen? Ja, man kann es in freien Werkstätten machen. Man erhält damit auch die Werksgarantie. Da gibt es Rechtsprechung zu. Ihr müsst euch nur fragen, wie sieht es mit Kulanz aus? Ich habe bei diesem Fahrzeug noch gar nichts bezahlt, obwohl da schon viel defekt war. Es ging alles auf irgendwelche Garantien, Anschlussgarantien oder eben Kulanz. Hätte ich hier den Querlenker zum Beispiel bezahlen müssen,
AMG-Querlenker kostet auch einiges. Klar, wenn jetzt einige sagen, dafür hast du ja die Inspektion bezahlt. Ja, aber ich habe auch nicht das Vertrauen, dass mir nicht der Motor mal um die Ohren fliegt, so wie der ruckelt. Insofern, ich persönlich Scheiße. stelle auf Hersteller Werkstätten ab, versuche aber dort die Kosten zu minimieren. Bremsbelagswechsel mache ich selbst. Reifenwechsel, entweder nachverhandeln beim Autohaus oder woanders hingehen. Flüssigkeiten kann man vielleicht auch mitbringen. Übrigens auch Originalteile kann man da mitbringen, die man vielleicht irgendwo anders günstig einkauft. Oder man verhandelt nach die Preise. Man muss ja nicht jeden Preis akzeptieren. Also für mich Hersteller, Werkstatt. Meine Serviceintervalle, kürze ich die ab oder zusätzliche Adjektive? Nein. Der hier muss einmal jährlich oder alle 20.000 zum Service. Der hier muss einmal jährlich alle 25.000 zum Service. Nö, kürze ich nicht ab. Schleichen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, Schleichen ist das der Autotod, also wenn man sehr ruhig fährt. Nun, dann sage ich mal Schiffsdiesel. Schiffsdiesel laufen bei konstanter Drehzahl und halten ewig. Wer also bei 120 auf die Autobahn fährt, die Tempomat setzt im neunten Gang bei 1200 Umdrehungen, der wird wohl vermutlich die nächsten 20 Jahre geradeaus fahren können, ohne dass er einen größeren Defekt hat. Problematisch ist für mich eher die Kurzstrecke und die Kaltlaufphase insgesamt. Das heißt, wer viel Kurzstrecke hat, viel Kaltlaufphase, der wird wohl in viele Probleme reinlaufen, genauso wie der sein Auto viel tritt. Viel Druck im Zylinder bedeutet viel Verschleiß. Hohe Drehzahl bedeutet viel Verschleiß. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Genauso wie der Kaltstart viel Verschleiß bedeutet. Also ein permanent im Kurzstreckenverkehr geschlichenes Fahrzeug ist mit Sicherheit genauso schlecht wie oder ähnlich schlecht wie ein Fahrzeug, was permanent Knallgas sieht. Pauschale Antworten verbieten sich da. Gut, was hatten wir noch an Fragen? Wir hatten noch die Frage Haltbarkeit Anlasser und Kupplung. Wann kommt sowas erfahrungsgemäß? Müsstet ihr vielleicht mal einen Automechaniker fragen? Ich kann euch da eine kleine Werkstatt hier in Halle empfehlen. Die ist, ich kenne den Besitzer schon eine ganze Weile, privat. Ich weiß nicht, wie er arbeitet, aber ich finde, er hat sehr interessante Projekte immer auf seiner Instagram-Page. Geile Klassiker, schöne Umbauten, hauptsächlich BMW, Mercedes. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und der ist ja vielleicht der bessere Ansprechpartner, ihn sowas zu fragen. Ich jedenfalls habe noch nie einen Anlasser oder eine Kupplung tauschen müssen und hatte auch schon Fahrzeuge mit hoher Fahrleistung. Mag aber auch mein Fahrprofil geschuldet sein. Also ich hatte es noch nicht. Ich habe es noch nicht an den Verschleißpunkt gebracht. Sportluftfilter. Auch dazu kommt noch mal was. Kurzfassung. Wozu? Es gibt diverse Tests, wo frische Papierfilter, Serienfilter gegen Sportluftfilter getestet worden sind. Bringt nichts. Wo Papierfilter schlechter werden, ist, wenn sie altern. Sie setzen sich zu. Aber das will man ja gerade. Man will ja, dass sie filtern. Insofern würde ich persönlich immer auf den Papierfilter setzen und fertig. Anders mag es aussehen, wenn spezielle Ansaugungen verbaut werden, also ne, dass man Kaltluft reinpresst, vielleicht sogar bei Saugern mit einem gewissen Staueffekt. Aber das ist ein anderes Thema. Einfach nur den Plattenfilter ersetzen durch einen anderen Plattenfilter würde ich nicht machen. Die Nachteile sind einfach zu groß, auch wenn viele Fahrzeuge kein Luftmessenmesser mehr haben, der verölen kann, wenn man zu viel, diese Filter müssen ja geölt werden, wenn man die zu viel ölt, kann das Öl die Heizdrähte verkleben. Das ist eigentlich kein Thema mehr heute, weil viele Fahrzeuge haben kein Luftmassenmesser mehr, sondern jetzt so Drucksensoren. Trotzdem würde ich es nicht machen. Thema Abgasanlagen wurde gestellt. Hatten wir schon ein Video. Schaut mal nach. Genau dasselbe für Tempolimit und Chiptuning. Hatten wir auch schon. Zur Verfassungswidrigkeit habe ich mich da auch etwas geäußert. Möchte mich da gar nicht weiter äußern, weil ich gehöre nicht dem Bundesverfassungsgericht an. Ich möchte mich da nicht aufschwingen dazu. Das überlasse ich den Profis dazu, was zu sagen. Ich habe da meine Privatmeinung, die habe ich dargestellt. Mehr sage ich dazu nicht. Bremsscheiben gelocht, geschlitzt. Mache ich auch noch mal ein extra Video zum Thema Bremsen. Habe ich aber schon diverse Videos gemacht. Aber das Thema ist tatsächlich sehr interessant. Mache ich noch mal, zumal ich da auch eine sehr negative Erfahrung gemacht habe vor einiger Zeit. Thema Neid in Deutschland. Ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Wir wären nicht schlecht besoldet. Alle könnten sich dort vermutlich, die mit mir auf Kollegenebene arbeiten oder auf selben Hierarchieebene arbeiten,
so ein Auto leisten. Insofern ist, wenn es da Neid gibt, der verstehe ich nicht. Sie könnten ja auch, wenn sie wollten. Sie haben einfach andere Prioritäten, was okay ist. Also, ich erlebe es nicht. Ich erlebe in meinem Umfeld sicherlich hinterm Rücken erlebt man mal Neid, aber ist mein Hobby, ich habe eine Macke, stehe ich zu. Also, die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich negative Erfahrungen mit gemacht, aber es ist halt, jeder braucht ein Hobby, das ist halt meins. Bestes Einstiegsauto, wenn man sich einen Daimler holen möchte. Ich würde ein Auto kaufen, was möglichst simple Technik hat. Kein Luftfahrwerk, keine irgendwie teuren Scheinwerfer, so geil die sind, aber so ein Scheinwerfer kostet 1.500 Scheine. Wenn man mal einen kleinen Raschler baut, also ich würde da schauen, dass das irgendwie bezahlbar bleibt, wenn da was kaputt geht beim Einstiegsauto, weil es wird mal was kaputt gehen. Also da würde ich eher so gucken. Keine Ahnung was. Ich persönlich würde als erstes Auto immer einen Schalter nehmen, damit man das Schalten verinnerlicht. Nochmal nach der Fahrschule hat man das noch nicht so, ja, Zwischengas und so hat man auch nie gemacht. Würde ich mir einen Schalter holen und danach Geschmack. Wenn man ein junger Mann ist, der vielleicht was fürs Ego braucht, SLK 200, eine C-Klasse, wunderbar. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache drauf schauen, dass es nicht zu komplex wird. Ja, welches Auto für 10.000 Euro? Wenn du meine Schwiegermutter bist, die das fragt, sage ich, kauf dir einen Kia Rio, da hast du 7 Jahre Garantie, 7 Jahre Wartungsfreiheit und ich habe keine Probleme, dass ich irgendwie dein Auto dann zur Werkstatt bringen muss, das reparieren muss, sondern das kannst du alles selber, weil ist ja alles drin. Du bist aber nicht meine Schwiegermutter, also würde ich sagen, was bist du denn dann? Bist du Jäger? Dann brauchst du ja was, was ein bisschen geländetauglich ist. Bist du Cabrio-Freund? Möchtest du was ohne Dach haben? Bist du Familienvater? Möchtest du vielleicht ein Kombi haben oder einen Minivan? Bist du jemand, der in der Stadt wohnt? Brauchst du vielleicht ein Smart? Bist du eine junge Frau? Möchtest du vielleicht ein bisschen was fürs Herz haben? Brauchst du einen Zweitwagen? Möchtest du vielleicht einen Sportwagen haben? Also pauschal überhaupt nicht zu, für mich überhaupt nicht zu beantworten. Wer schrauben kann, kann sich auch was Älteres holen. Wer sagt, das soll nur fahren, ist vielleicht mit was Jüngerem mit Garantie besser bedient. Also das ist eine Frage, die ist zu unspezifisch, um sie seriös beantworten zu können. Diesel gegen Benziner. Hatten wir schon einige Videos. Da sage ich, glaube ich, nochmal bei ihm was dazu, wenn ich ein Video zu ihm mache. Weil da kommen auch so ein paar negative Seiten des Diesels zum Vorschein, vor allem aber auch positive. Individualverkehrspolitik, muss das neu überdacht werden, nachdem man auch die neuen Erkenntnisse hat vielleicht. Da mache ich ein ganz ausführliches Video in absehbarer Zeit zu, weil ich auch da gerade die aktuelle Corona-Lage für sehr, sehr, sehr interessant finde. SUVs seien so schlimm, trotzdem finden die Reisen Absatz. Ja, ist einfach erklärt. Deutsche oder insgesamt die Welt reagiert nur auf Verbote oder auf Anreize. Sprit ist zu billig. Tempolimit in vielen Ländern, da macht sich der Mehrverbrauch des SUVs gar nicht so bemerkbar. Hier ist der Sprit zu billig. Wenn der Sprit 4 Euro der Liter kosten würde, würde keiner mehr ein SUV fahren, was halt 3 Liter mehr verbraucht, weil wären halt 12 Euro mehr auf 100 Kilometer bei 3 Liter mehr. Also es ist einfach zu billig, zu wenig Verbote, zu wenig Förderung von anderen Mobilen. Deswegen kaufen die Leute SUVs, weil bequemer Einstieg und ist ein Hype drum. Es ist einfach schick, ein SUV zu haben. Ihr seht, ich habe keins, weil ich einfach hier, der auf der Langstrecke, ich will, dass der wenig verbraucht und hier, ich will ein bisschen knackig um die Kurve. Ja, bietet sich mit SUV nicht an. Vorletzte Frage, Meinung zum 3 Liter V6 Diesel oder im 642 von Mercedes. Das ist der alte V6 Diesel, der von, ich glaube, 2005 bis 2017, 18 gebaut worden ist. Ich mochte ihn nie. Auf der Autobahn super Motor, durchzugsstark, wunderbar. Aber ein Turboloch zum Davonlaufen, insbesondere die letzte Ausbaustufe mit 265 PS, hat ja zwischen, sage ich mal, 1000 und 1600 Umdrehungen gar nichts gehabt. Das heißt, man fährt dahin, gibt Gas, schaltet erstmal runter 2 Gänge und dann geht es nach vorne. Hat mich kolossal genervt. Auch die Laufkultur fand ich nicht so gut. Und auch insgesamt so ein bisschen Fußpartikelfilter freibrennen, war alles so ein bisschen unharmonisch.
finde ich den Motor hier besser. Der hat bei weitem nicht so viel Bums, aber er spricht viel schöner an. Laufkultur könnte hier aber auch besser sein bei dem 2 Liter Diesel. Außerdem auch die Haltbarkeit ist okay, aber ist jetzt auch nicht weltbewegend. Bei dem V6 Diesel gibt es immer mal wieder Probleme. Letzte Frage, Paragraph 315d und Fahrstil im Internet. Ja, viele YouTuber, auch ich, müssen da umdenken. Der Paragraph 315d, das habe ich bereits in einem anderen Video zu, ich glaube, iCry Max hieß der Typ. Anderer YouTuber, der da ein bisschen Ärger mit der Polizei hatte. Habe ich den Tatbestand insoweit erläutert, als dass es da durchaus eine Tatbestandsalternative gibt, wo man alleine ein Rennen fahren kann. Will heißen, fahre ich auf die Landstraße, gebe da richtig Gas und räubere ein paar Kurven, könnte man schon sagen. Das dient der Erzielung der Höchstgeschwindigkeit und wenn ich da entsprechend schnell bin, ist das grob verkehrswidrig und rücksichtslos, Rennen Straftat. Und um diesen Anschein zu vermeiden, denke ich, muss man bei YouTube-Videos nachschärfen. Leider ist das so, es ist ein bisschen unglücklich, die Norm, aber sie ist jetzt da und als gesetzestreuer Bürger versuche ich mich dran zu halten und ich hoffe, die meisten anderen YouTuber tun das auch und ich gehe davon aus. Aber pro YouTuber, vergesst nicht, auch ich habe Instagram, da bin ich deutlich aktiver als hier, weil das kostet mich einfach mehr Zeit, als bei Instagram mal was zu machen. Wäre schön, wenn ihr da auch vorbeischauen würdet, wäre schön, wenn ihr mir die Treue haltet. Auf bald, dann mit einem Thema, was ich mir noch überlege, welches von den heute genannten ich nehme, aber es wird eins von denen. Bis dahin, tschüss.